Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Gleichung Pfeil gerade. Unser Ziel für dieses Video ist es, bei einer gegebenen Geradengleichung die zugehörige Gerade in ein Koordinatensystem einzuzeichnen. Das heißt, wir haben eine Geradengleichung in der Form y ist gleich k mal x plus d gegeben und wir sollen dann die zugehörige Gerade in ein Koordinatensystem einzeichnen. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Aufgabe. Gegeben haben wir hier die Gleichung y ist gleich x minus 2 und unsere Aufgabe ist es nun, jene Gerade, die die Lösungsmenge dieser Gleichung ist, hier in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Bevor wir das gemeinsam machen, versucht das bitte schnell alleine und pausiere dazu kurz das Video. Gut. Wir können hier anhand der Funktionsgleichung sofort erkennen, dass das keine Ursprungsgerade ist. Also es ist keine Gerade, die durch den Koordinatenursprung 0, 0 durchgeht. Wie sehen wir das? Und zwar, wenn wir in die Geradengleichung für x einfach den Wert 0 einsetzen, dann erhalten wir y ist gleich 0 minus 2, also sprich minus 2. Das heißt, unsere Gerade muss durch den Punkt 0, minus 2 gehen. Das heißt, die x-Koordinate ist 0 und die y-Koordinate ist minus 2. Dann suchen wir diesen Punkt hier im Koordinatensystem, 0 und minus 2, also hier. Durch diesen Punkt muss die Gerade durchgehen. Und jetzt brauchen wir noch einen weiteren Punkt und dafür könnten wir zum Beispiel die x-Koordinate einfach um 1 ändern. Sprich, wir gehen von diesem Punkt aus einen Schritt nach rechts, wählen für x den Wert 1 und setzen dann wieder in unsere Geradengleichung ein. Also y ist gleich 1 minus 2, also minus 1. Das heißt, wir haben den Punkt, nennen wir ihn einfach q, x1 und y minus 1. Das heißt, wir können auch den Punkt q jetzt in unser Koordinatensystem einzeichnen, also x-Koordinate 1 und y-Koordinate minus 1. Also finden wir den Punkt dann ungefähr ein bisschen hier. Genau. Und wenn wir die beiden Punkte nun mit einer Geraden miteinander verbinden, dann sieht das Ganze so aus und wir haben die gewünschte Gerade gefunden. Bei dieser Aufgabe sollen wir nun jene Gerade in das Koordinatensystem einzeichnen, die die Lösungsmenge der Geradengleichung y ist gleich minus 1/2 mal x plus 2 ist. Wir werden diese Aufgabe gleich gemeinsam lösen, aber versuche es zunächst wieder alleine und pausiere dazu bitte kurz das Video. Gut, also wir wollen damit beginnen, dass wir wieder den y-Achsenabschnitt bestimmen. Also wir finden jenen Punkt heraus, an dem die Gerade die y-Achse schneidet. Den Wert hier können wir auch direkt in der Geradengleichung ablesen, nämlich die 2 hier hinten, die haben wir für gewöhnlich als d bezeichnet. Das heißt, wir wissen sofort, die Gerade muss die y-Achse im Punkt 0 2 schneiden, also x-Koordinate 0, y-Koordinate 2 und wir können den Punkt hier im Koordinatensystem einzeichnen. Zu überprüfen können wir das Ganze auch, indem wir in die Geradengleichung x ist gleich 0 einsetzen. Dann erhalten wir y ist gleich minus 1/2 mal 0 plus 2, also insgesamt 2. Das heißt, bei der x-Koordinate 0 ist die zugehörige y-Koordinate 2, das heißt der Punkt 0, 2. Und das ist der Punkt, den wir hier eingezeichnet haben und durch diesen Punkt muss die Gerade durchgehen. Nun brauchen wir noch einen weiteren Punkt, damit wir die Gerade dann auch wirklich einzeichnen können in das Koordinatensystem. Und einen weiteren Punkt könnten wir zum Beispiel jetzt finden, indem dass wir die x-Koordinate um 1 erhöhen, das heißt wir gehen einen Schritt nach rechts und setzen für x 1 ein.
Aber tatsächlich würde dann für die y-Koordinate ein Wert rauskommen, der nicht ganzzahlig ist. Denn wir hätten hier dann 1/2 mal 1 ist minus 1/2 plus 2, also wäre dann 1,5. Und wir müssten hier für die y-Koordinate 1,5 einzeichnen, was wir nicht ganz eindeutig hier in dieses Koordinatensystem einzeichnen können. Das heißt, wir verwenden einen cleveren Trick und erhöhen unsere x-Koordinate einfach um 2. Dann sehen wir schon, wir haben hier 1/2. Das heißt, wenn wir für x dann 2 einsetzen, dann wird dieser ganze Ausdruck hier ganzzahlig. Rechnen wir das noch schnell nach. Das heißt, x ist gleich 2. Dann haben wir y ist gleich minus 1/2 mal 2 plus 2. Minus 1/2 mal 2 ist minus 1, also minus 1 plus 2 und insgesamt 1. Das heißt, für die y-Koordinate kommt nun ein ganzzahliger Wert raus und wir können den Punkt dann auch gut ins Koordinatensystem einzeichnen. Der Punkt, den wir nun erhalten, ist, nennen wir ihn einfach Q. Die x-Koordinate ist 2, die y-Koordinate ist 1. Das heißt, 2, 1. Zeichnen wir den Punkt Q nun ein, hier bei der x-Koordinate 2 und bei der y-Koordinate 1, also ungefähr hier. Ja, ein bisschen so. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist, die beiden Punkte mit einer Geraden zu verbinden. Dann sieht das Ganze so aus und wir haben die Aufgabe gelöst. Bei der dritten Aufgabe sollen wir nun jene Gerade in das Koordinatensystem einzeichnen, die die Lösungsmenge der Gleichung y ist gleich 2 Fünftel mal x minus 3 ist. Versucht das zunächst wieder bitte kurz alleine und pausiere dazu das Video. Gut, wir beginnen wieder mit dem y-Achsenabschnitt. Das heißt, wir setzen für x den Wert 0 ein. Die x-Koordinate soll 0 sein. Dann erhalten wir für unsere y-Koordinate minus 3. Das heißt, den Schnittpunkt mit der y-Achse haben wir hier bei 0 und minus 3. Gut. Jetzt brauchen wir wiederum einen zweiten Punkt, damit wir die Gerade dann einzeichnen können. Und wir wollen wieder eine ganzzahlige y-Koordinate erhalten, damit wir den Punkt dann auch gut einzeichnen können. Und hier können wir schon erkennen, eine ganzzahlige y-Koordinate erhalten wir auf jeden Fall, wenn wir für x 5 einsetzen würden. Weil dann kürzt sich der Bruch hier mit dem 5er weg und wir halten auf jeden Fall was Ganzzahliges. Rechnen wir das nach, also wir setzen für x den Wert 5 ein, dann erhalten wir für die y-Koordinate y ist gleich 2 Fünftel mal 5. Die 5er kürzen sich wie besprochen schon weg, dann bleibt hier 2 und wir haben noch minus 3, also 2 minus 3, insgesamt minus 1. Das heißt, für die x-Koordinate 5 erhalten wir eine ganzzahlige y-Koordinate, nämlich minus 1. Und wir nennen den Punkt einfach P, 5 minus 1. Nun müssen wir den Punkt auch noch in das Koordinatensystem einzeichnen. Unsere x-Koordinate ist 5 und unsere y-Koordinate ist minus 1. Das heißt, hier. Ups, hier eigentlich. So. Nun haben wir wieder zwei Punkte eingezeichnet und wenn wir die beiden miteinander verbinden, dann erhalten wir diese Gerade und auch diese Aufgabe ist damit gelöst.